zurück bist. Könnte deine Hilfe gebrauchen. Okay. Ja, also immer noch 73, Mist. Ja, hallo Kollege, was machst denn du hier? Hier drüben. Ich habe hier etwas Interessantes für dich. Reiso meint es wirklich gut, aber er ist so stur, will immer nur Setral aufheitern. Das ist, wenn ich das mal so sagen darf, eine schwierigere Aufgabe, als einen Stern vom Himmel zu pflücken. Vielleicht könntest du mal mit ihm sprechen. Er ist im Lager zu finden. Herausfinden, was er vorhat. Setral hat vielleicht Geduld mit einem Sarentu. Aber bestimmt nicht mehr mit Reiso. Ich gehe immer früh auf Nahrungssuche. Direkt nach dem Regen. Mhm. Und ich brauche jetzt Regen. Deshalb muss ich jetzt wieder ein wenig die Zeit vergehen lassen. Nein, ist immer noch schön. Ja, das genügt mir. Ich schaue mal, ob ich heute etwas für die Heiler finde. Ja, das ist löblich von dir. Und ganz meinerseits, Nimun, auch wirklich schön, dich zu sehen. So. Jetzt hoffe ich, dass es nicht allzu schnell schön wird. Weil die Bäumchen sehe ich. Ach nee, sag mir nicht, dort oben ist auch noch so ein Sturmgleiter. Oh. Ah, das dürfte, ja. Danke für die Gaben. Bist du ausgezeichnet? Ja. Oder? So. Einmal. Schauen. Nee. Das ist nur ein guter. Da könnten noch welche sein. So, Dämmerungsast. Nein. Dämmerungsast. Nein. Dämmerungsast. Ja. Nee. Ja. Nochmals Dämmerungsast. So. So. Jetzt meinte ich, habe ich 4 Stück davon. So. Jagdbuch. Nein, Charakterbeutel, Handwerksmaterial, 4 Stück, genau. Und was war der Kollege? Sturmgleiter. Jetzt warte mal, im Jagdbuch. 48, ja, weil wir ihn halt ein wenig zerschossen haben. Gut, also den hätten wir. Ich mache jetzt mal Ikran Ausrüstungskorb. Den können wir noch mitnehmen. Dann gehe ich mal kurz in den Klingorwald, um die Wurzeln zu holen. Und zwar müssen wir für die Wurzeln
hier hinreisen. Und jetzt meinte ich, was der Baum. Bei Wurzeln. Was ist die beste Zeit bei Orkan? Ja, wenn wir Glück haben. So. Könnte das noch als Orkan gelten? So. So. So, jetzt müssen wir da einmal durchrennen. Ja, schön für dich. Ja, Batterie ist kritisch bei mir auf dem, auf den Kopfhörern. So. Schneller, schneller. Wir müssen. So. Und jetzt hier unten drin müssen. Wow! Ja, man kann vom Blitz getroffen werden. Und das. Eigentlich dachte ich immer so, ja, wahrscheinlich Höhlenprärie. So. So. Kein Orkan. Aber es sind immer noch die stärksten Wurzeln, also. Mit 100 können wir da schon mal ziemlich glücklich uns schätzen. Sonst keine mehr, ne? Ist eben nur der einzige Ort, wo wirklich diese Wurzeln wachsen. In dieser Qualitätsstufe. Okay. Dann reise ich mal kurz zu dem hin. Das habe ich. Genau, Sotlex. Einmal, zweimal. Und Sturmgleiter 141. Von, ja. So, F ausrüsten. Schwerer Bogen. Wurzel beliebig, genau. Schilf beliebig, Horn beliebig. Horn brauche ich, Sturmgleiterhorn. Nochmals einen Sturmgleiter und Schilf. Brauche ich, da brauche ich noch Schilf. Ist auch beliebig. Es fehlt mir da dafür mehr. Zweimal Horn. Einmal Harz. Zweimal Schilf, ne? Dann mache ich, wenn ich es jetzt mache, Material Schilf. Schilf. 28, 37, 28, dann Schlickschilf. Böp.
Dann Horn haben wir hier. Jetzt muss ich nochmals schauen. Also den haben wir. Knochen beliebig. Bis 302. Schilf und Bast. Also Schilf und Bast werden wir haben. Dann wären es noch Knochen, das wir hier brauchen. Wurzeln, Horn kriegen wir noch. Und Schilf. Schilf und Horn habe ich. Wurzeln habe ich. Also wir brauchen zwei Sturmgleiter. Dann wären noch einmal Harz und einmal Knochen, ne? So, dann I, Buch, dann H wie Harz. 45, 45, 34, 45, 34. Hohlbaumharz. Ist der auch 45? Ja, dann weiß ich den, wo ich den finde. Und, warte, jetzt habe ich das natürlich wieder vergessen. KW Knochen. Weißmoos Wald Tanator. Ja. Markieren. Nur auffindbar nordöstlich des Schnitzerflusses im Zentrum des Kriegersturzes der Wiegenkiefern im Osten des verhangenen Waldes. Ja, ist es ein Knochen oder ein hohler Knochen? Knochen. Also, dann hätten wir noch irgendwo, da sind 250. Dann kann ich den mal noch zu dem machen, genau. Dann kann ich das eine noch abgeben. Und das abgeben. Jetzt brauche ich noch Sturmgleiterzahn, das Meer hier schon, das gebe ich noch ab. Weil sonst wäre ich nur verwirrt. So. Also. Schlickschilf. Mais auffindbar im flachen Gewässer, im weitgepeitschen Graslandbiom, in der Höhenprärie. Seltene Schlickschilfe findet sich oft auf der Insel in der Mitte des Großherzsees. Und dort haben wir noch einen Sturmgleiter. Genau, das wäre nämlich die Insel da, die gemeint ist, und dort drauf hat es einen Sturmgleiter. Und von dem kriegen wir nochmals ein wunderschönes Hörnchen. Und jetzt, was ich noch beste Qualität habe, dann würde ich mal Zeit vergehen lassen, bis wir... Wieso kann man nicht... Wo ist das... Ist voll. Dann machen wir da mal wirklich schönes Wetter. Und glaub's, so effizient nach Materialien suchen, vorwärts machen, das hattet ihr bei mir noch nie, ne? Ich meine, wir sind jetzt bei knapp 2 Stunden Aufnahmen. Das... Ich habe mich schon viel öfter, viel, viel mehr ablenken lassen, so, dass ich da auch nicht den Kollegen
Also. Jetzt heißt es mal schwimmen. So. So. Wir schwimmen immer noch Richtung Insel. Der hat mich schon mal auf dem Radar. Aber Alter, ist das jetzt gerade eine düstere Sache hier? So. Wieder unter Wasser, damit er uns nicht gerade angreift. Dann kann man schon mal hier so. Da unten sieht man, wie schön die Entwickler einfach mit dem Pinseltool die Insel raufgeholt haben. Ja, da braucht es noch eine Insel. Einmal kurz Pinseltool. Ja. Ah, Mist. Ah, Mist. Ich triff den. Also, ist er stärker geworden? Oder macht einfach der so wenig Schaden? Jetzt habe ich den wieder zerstört. Danke für die Gaben. Hatte zu viele Schüsse gebraucht. Ja. Weder gnädig noch sonst was. Ne. Nicht gerade das, was man möchte. Ich meinte, ich brauche 2 Sturmgleiter. Wegen dem Horn. Und der andere ist, ich muss auf der Karte schauen, so jetzt, ich meinte dort oben. Sicher bin ich mir jetzt aber nicht 100%. Warte mal, braucht der Trocken, der Schilf? Beste Qualität Tag. Ja. Dann ist da noch einer, ja. Ja. So. Das ist keiner. Da müssen wir jetzt einmal kurz rundherum rennen. Und dann haben wir wieder ein paar Materialien. Dann müssen wir noch den spezifischen Thanator jagen im verhangenen Wald. Plus noch Harz. Aber ich meine, 2 Hörner wären es, ne? Ja. Und dann werde ich einmal noch den Sturmgleiter machen. Weil das bräuchten wir schon. Na, dann kann ich noch den Harz holen. Und wenn wir den Harz haben. So. So, da meinte ich. Gut, dann hätten wir das. Dann müssen wir hier rauf.
Also in die Richtung. Dort ist nochmals ein Sturmgleiter. Hallo. Und das wäre ich hier. Dort auf den Berg hinauf müssen wir. So. Da einmal durch den Luftstrom. Ja, ja. Ganz viele Materialien wurden gesammelt. Und dann haben wir nicht die perfekte Ausrüstung, vor allem bei den Waffen. Vor allem bei den Waffen nicht. Verzeiht, ich hatte Hustattacke. Aber dafür haben wir sehr gute Ausrüstung und dafür können wir dann danach mal alle Außenposten abklappern, die für uns einnehmen. Und dann schaue ich von den Aufgaben her, die geschichtlich, also mit der Gedenkstätte zum Beispiel von Almas Navi-Körper. So. Dort oben sehen wir schon den Sturmgleiter. So. Wow. Danke für die Gaben. So. Dann müssen wir für das Harz hier, hier hin. Weil dort hat es auch gerade die Bäume gehabt. Das kann ich mal raus. Und da würde ich nochmals kurz lesen. Bei Nacht verstrickte Seen im nördlichen Teil des verhangenen Waldes. Träger Sumpf, verstrickte Seen, also hier. Nördlich bei Nacht. Es wird wohl im Feuer ge- Dann machen wir. Utsch, tut weh. Nochmals, das ist jetzt irgendwie morgen früh. Ich brauch's. Ja, ist Nacht. Und jetzt ist bei den Bäumen da, das wäre nur guter Harz. Ich meinte da oben was gesehen zu haben. Das ist Rinde, wenn es mich nicht täuscht. Genau. Ich meine, der Harz ist immer weiter unten angesiedelt. Rinde. Dort unten, ne? Das ist... Oder vielleicht... vielleicht. Ich muss mehr in die Richtung. Da war ich zu nah.
Vielleicht sind wir einfach zu weit entfernt. Wolkenkieferharz in guter Qualität. Eieiei. Das ist nicht das. Sind wir da bei? Oh, das ist. Die gute Qualität. Vielleicht dort vorne. Vielleicht. Wir müssen schauen. Aber. Ah, ich sehe das nicht. Es leuchtet mir irgendwas. Nein. Aber das dort müsste. Meinte ich. Rinde sein. Das ist auch nicht das. Dann gehen wir hier rüber. Was ist ein Dämmerglanzbaum? Ist auch nicht das, was ich suche. Wo haben wir hier? Das ist Rinde. Auch nicht. Jetzt nochmals lesen. Wolkenkieferbäumen verstrickte Seen im nördlichen Teil. Südlich. Südlich. Verstrickte Seen. Dann würde ich mal Richtung hier mich begeben. Zum Glück lese ich nochmals nach. Sonst könnte ich mich ziemlich lang dumm und dämlich suchen. Wie ich das ja. Ach, du bist der Kollege. Ja, ja, ich mach dir ja nicht streitig, also halt mal deinen Ball flach. So. Einmal da vorbei. So, südlich. Südlich, südlich, südlich. Jetzt muss ich nur noch solch Bäume sehen. Dann könnte es auch irgendwas werden. Bis jetzt noch nicht. Aber schön bunt ist das. Das auf jeden Fall. Ah, da sind. Jetzt mal, wo bin ich ungefähr? Südlich. Das heißt, das eigentlich die entsprechenden Bäume ausfindig machen. Im südlichen Teil und. Also.
Dann mal schauen. Dort vorne sehe ich, jetzt wenn ich geradeaus, hier, wo der Mauszeiger ist, der Baum, das dürfte gerade so ein Kollege sein. Also mal schauen, ob wir dort das finden, was wir uns erhoffen. Aber die Frage ist dann, ob es halt Nacht ist. Weil wir müssen ja das bei Nacht sammeln, wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe. So. Ach, das sind... Warte mal. Xenschwanzreiter, da muss ich halt...